Scheibenwischer wechseln beim Lada Niva. So geht's. Nach 2 Jahren ist es jetzt soweit. Unsere Scheibenwischer haben den Geist aufgegeben. Wir dachten erstmal, okay, sparen wir uns die neuen, das Wischgestänge und bestellen uns einfach das Gummi. Und ich sag euch Leute, lasst es sein, es lohnt sich nicht. Für 20 Euro bekommt ihr vorne das Wischgestänge und hinten. Man kann hier zwar anfangen, das Gummi abzufummeln und so, aber das seht ihr vielleicht, hier sind solche Schienen drin. Und die wieder reinzubekommen, ist richtig ätzend. Ich zeige euch jetzt, wie das hinten geht. Ist super einfach und dann habt ihr das schnell erledigt. So, als erstes natürlich hier aufspannen. Und dann dreht ihr das Ganze um und ihr seht, hier ist so ein Pinüppel, den kann man runterdrücken. Und dann müsst ihr das so halten und natürlich nicht ziehen, sondern drücken. Und dann kommt der eigentlich auch leicht lose. Und das ist es schon. Den gibt es natürlich mit verschiedenen. Ich verlinke euch mal den, den wir jetzt uns geholt haben. Gut, dann nehmt ihr den, steckt den so drauf, dreht den dabei und dann könnt ihr das leicht runterdrücken hier, diese Nase. Und dann einfach draufziehen und dann ist er fest. Und dann kann man es rüberklappen und fertig. Das ist es schon. Darauf achten, dass diese Nase hier oben ist, sonst habt ihr den Wischer falsch rum, gerade hinten. Ne? Das gleiche machen wir jetzt nach vorne. Bei den vorderen müssen wir jetzt hier den Adapter wechseln von M9 auf M2. Den haben wir schon abgemacht hier und den anderen, den kann man einfach wieder draufstecken quasi. War das so? Ja, ne? So, jetzt können wir drauf machen. So schnell kann es gehen. Also das ist ein Video für mich, damit ich weiß, was ich nächstes Mal kaufen muss. Danke. Testen wir das mal. Und hast du klare Sicht?